One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen sehr sportlichen Rhythmus. Es ist ein Offbeat auf Zugbasis. Ich mache den für euch erstmal langsam. 3, 4. Und ihr merkt schon, die Grundlage ist der Zug. Das heißt, das läuft die ganze Zeit unten drunter, hörbar und manchmal auch weniger hörbar. Aber es ist da, die Schwingung. Also das musst du zuerst können. Erstmal üben, ja. Dabei spielt die Haupthand, bei dem Zug spielt die Haupthand, das ist bei mir die rechte Hand, ich spiele die ganze Zeit durch, die geraden. Und die Nebenhand schnipst immer so rein, also die hüpft so rein. So, das ist die Grundlage, dass der Swing des Rhythmus ist. Jetzt wiegt der Rhythmus mit den Bässen und den Höhen. Ich mach nochmal den Rhythmus ohne Zwischenschläge vor, nur den Beat. Jetzt mit dem Zug. Und jetzt gehen wir mal die Schläge einzeln durch. Die Haupthand spielt im Prinzip die ganze Zeit so. Wir haben dann einen Tap dazwischen. Ja? Der Zug ist auf Tap-Ebene gespielt. Okay. Und jetzt den zweiten Bass, da kommt mit der Nebenhand rein. Ja? Du wirst es schon gemerkt haben, dass ich immer beim vierten Part hinten eine kleine Veränderung dran mache, damit es einfach eine Melodie wird, eine Rundung. Ja, ich mach's nochmal. Okay, jetzt zum Schluss spiele ich das Stück nochmal, fang's langsam an. Ich fange langsam an und werde dann schneller. Für euch ein bisschen so Inspiration, spiele ich noch ein bisschen frei damit rum. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Trommeln. One, two, one, two, one, two, three, four. Jo, viel Spaß euch!